Willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal, und zwar heute kein Zombie-Apokalypsen-Video, sondern wir stehen hier auf einer Rampe, und zwar ist das die Super Ramp. Wir werden heute insgesamt vier Rampen testen, vier Rampen, die ich gefunden habe, die ziemlich nice aussehen. Das ist einmal die Super Ramp, wo wir auch schon drauf stehen. Danach kommt die Ultra Ramp, danach die Mega Ramp und die Mountain Ramp. Ganz schön viele Super Ultra Megas hier. Und als erstes haben wir hier den Italy GTB Custom. Den spawnen wir hier direkt und schaut euch dieses schöne Stück an in Turismo Red. Und wir fangen direkt an, uns hier an die Klippe zu wagen. So, und unten rechts könnt ihr auch noch einen kmh-Zähler sehen, der uns gleich verraten wird, wie schnell die Autos werden, wenn wir hier die Rampe runterfahren. Wir sind hier schon ziemlich schnell bei 200, 250. Aber es geht ab, schön die Neonlights am Start. 330 km/h werden wir die 400 schaffen. Die Rampe ist extrem lang. Oh, das ist das Ende. 350 km/h haben wir erreicht. Und das Auto fliegt. Und das Auto fliegt. Und bam. Bis hier zum Ring of Fire Chili House. Und dann sehen wir uns gleich. Lol. Und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Auto. Als nächstes haben wir hier das Motorrad hier, das Drag-Motorrad. So, auch in Turismo Red. Und wir gucken einfach mal, wie schnell es hier wird. So, 200, oha, das ist schnell. 300 km/h schon. Der Italy GTB war auf 350 und das Bike hier wird sogar noch schneller, ein paar km/h. Ja, 355 km/h haben wir hier erreicht, aber dafür fliegt es nicht so weit. Oh, nice. Nur bis hier zur Brücke. Naja, kann man auch nichts machen. Gerade sind wir noch bis da hinten, glaube ich, geflogen. Und dann sehen wir uns gleich bei dem dritten Auto. So, hier haben wir den Ramp Buggy. Und auch in Turismo Red. Sieht eigentlich ganz schnieke aus. So, und ab dafür. Oh, 150, der wird nicht so schnell werden, glaube ich. 250, ja, der wird das Motorrad wahrscheinlich nicht übertreffen, oder? 312, nee, das wird nichts mehr. Da unten können wir jetzt schon das Ende sehen. 320, ja, 320 km/h. Aber dafür fliegt es auch viel weiter als das Motorrad, aber nicht so weit wie der Italy. Okay, bis zur Kreuzung da vorne. Der Italy kam bis da vorne, der ist jetzt schon wieder despawned. Und dann sehen wir uns gleich beim vierten und letzten Auto, nämlich dem Raketenauto. Das Raketenauto. Ich habe alle Autos voll aufgetuned, heißt die größte Leistung rausgeholt, die man hier rausholen kann. Und ja, wieder hier schön in Rot. Und ab dafür direkt den Turbo boosten. So, damit wir gleich, wenn es soweit ist, schön boosten können an der an der Rampe unten. So. Komm schon, wo ist das Ende? Mal einmal hätten wir noch boosten können, jetzt ist es aber zu spät, glaube ich. Ja, aber wir boosten jetzt. Juhu. Komm schon.
Ja, der Boost lädt sich auf. Und schaffen wir es nochmal? Schaffen wir es nochmal? Nein. Aber wir haben es mit Boost ein bisschen weiter als der Italy geschafft. Ist klar, weil wir uns in der Luft nochmal geboostet haben. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir nach einem kurzen Cut direkt zur Ultra Ramp. So, hier haben wir die Ultra Ramp. Was jetzt hieran so anders ist, weiß ich nicht. Ich glaube, der Winkel ist ein bisschen steiler. Und hier fangen wir direkt auch nochmal mit dem Italy an. So. Ab an die Kante hier und ab dafür. Hier sind wir gerade in der Location vom Hafen, müsste das sein. Der Containerhafen. Und wir sind hier wieder bei 300 km/h. Schaffen wir diesmal mehr? Ist die Rampe länger als die Super Ramp? Es sieht so aus, oder? Ja. 358 km/h haben wir erreicht und fliegen schön weit. Oh, fast hätten wir es bis auf die Straße geschafft, ohne irgendwo hängen zu bleiben. Ja, hier bis Carsons Salon Supplies sind wir gekommen. Und dann gucken wir uns gleich schon das zweite Fahrzeug an. Neben dem Italy haben wir ja auch noch das Motorrad. Ob es jetzt auch noch auf mehr kmh kommt, ist jetzt nach der ersten Fahrt vom Italy natürlich klar. Mal gucken. Gerade haben wir ein paar kmh mehr geschafft, also werden es jetzt wahrscheinlich 360, 363 km/h werden. Und wir sind jetzt schon bei 333. Und ja, komm schon. Ah, leider nicht. Oh, ach du Scheiße. Schön im Kasten gelandet. Das hat unser Motorrad nicht überstanden. Wir wollen da vorne liegt's. Wir lassen uns nicht lumpen und holen uns direkt nochmal das Bike, um es noch einmal zu probieren, ob wir vielleicht gerade nur irgendwie Pech hatten oder so. Oder ob das einfach da stecken geblieben ist. Wir fahren ein bisschen weiter hier. So. Wir sind wieder bei 320, 325 km/h und guck mal, was man hier so machen kann. Gerade haben wir gesehen, man kommt nicht viel auf viel mehr als 146 km/h ungefähr. Und jetzt schaffen wir es, aber überhaupt nicht so weit wie mit dem Italy. Schade ist natürlich auch ein Motorrad, aber wir machen direkt weiter mit dem Ramp Buggy. Wir sind jetzt wieder an der Rampe, holen uns hier unseren Ramp Buggy und versuchen mal nicht hier runter zu fallen. So, und ab dafür. Oh, ein bisschen undampft. Mal gucken, ob wir mit dem Ramp Buggy auch hängen bleiben. Ich hoffe mal nicht. So. Ob wir ein bisschen mehr Speed bekommen als auf dem Motorrad, bezweifle ich, weil der Ramp Buggy generell ein bisschen langsamer ist. Und es wird gerade Nacht, was auch noch ein Negativpunkt ist. Aber mit dem Ramp Buggy müsste es jetzt beim ersten Versuch direkt klappen. Und wir sehen, wir schaffen es weiter als mit dem Motorrad. Aber lol. Aber nicht so weit wie mit dem Italy. Und warum wir hier einfach durch den Zaun können, weiß ich auch nicht. Wir können auch irgendwie nicht zurück, doch so. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Raketenauto wieder. Wo waren wir? Wir waren bei dem dritten Auto. Bei dem vierten Auto, bei dem Raketenauto hier. So. Schön wieder mit den roten Neonlichtern. Zack. Yippie, Vollgas bis auf 245 km/h. Warten, bis der Bus aufgeladen ist und nochmal Vollgas. Wir werden es wahrscheinlich wieder nicht schaffen.
so weit wie die anderen Fahrzeuge zu kommen, weil wir einfach nicht so schnell sind. Aber das sollte nicht so schlimm sein. Komm schon, zack. Ach, lächerlich. Distanz sind echt lächerlich. Gut, dann direkt zur Mega Ramp. Okay, Jungs, die Mega Ramp funktioniert irgendwie nicht. Die kann ich nicht spawnen. Aber dafür haben wir hier noch als dritte und dann auch letzte Map Ramp die Mountain Ramp. Die ist hier und die fahren wir direkt mit dem Italy GTB ab. So, die scheint nicht ganz so lang zu sein, deshalb gucken wir mal, was hier los ist. So, den Hügel runter, 230, 240 km/h. Schaffen wir es, über den See zu springen, Leute? Ich glaube nicht. Jo, wahrscheinlich. Alles klar. Kann man hier überhaupt lang fahren? Dann versuchen wir es nochmal. Der Italy. Zack. Und dann fahren wir mal ein bisschen weiter rechts, das ist dieses Mal. Und zack. Gut, wir gucken mal, ob wir es dieses Mal schaffen. Äußerst weit rechts fahren, dann läuft der Hase. Und aufgepasst. Ja, diesmal haben wir es geschafft und werden genau im See landen. Ui, planschen gehen. Gut, ja, weiter geht's mit dem nächsten. Und zwar ist das Dragbike. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen richtig geschrieben habe, wahrscheinlich nicht. Juckt mich aber auch jetzt ehrlich gesagt nicht, weil es kommt ja nur auf das Bike an und nicht auf den Namen, wie ich es da jetzt in die Save-Datei geschrieben habe. So, schön mit Trevor hier und dem 1 Million GTA-Dollar-Bike. Alter, da wären wir jetzt 100 pro gestorben. Scheint ein bisschen komisch zu sein hier. Wir versuchen uns mal ein bisschen weiter links hier zu fahren. Um nicht runterzufallen. Boah, da kommen wir auf die 300. Ja, 300, 300, 3 km/h. Und es scheint, wir können hier nicht mit dem Bike rumfahren. Aber wir lassen uns nicht lumpen. Wir haben noch zwei Fahrzeuge. Einmal den Ramp Buggy, der dann wohl erst recht nicht hier rüber kommt, weil er hier vorne noch viel tiefer gebaut ist. Aber das gucken wir uns jetzt mal an, ob der Ramp Buggy es packt, hier über die Rampe zu kommen. Wir fahren dann mal wieder äußerst weit rechts, damit wir hier auch schön die guten Stellen erwischen. Aber wir haben es geschafft, mit dem Ramp Buggy hier abzuspringen, aber nicht so weit wie mit dem Italy. Das Raketenauto. Und wir starten direkt mit einem Boost nach unten, ganz weit rechts. Schön boosten hier. Bis nach unten wird sich das wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig aufladen, oder? Doch, doch, doch. Zack. Der läuft. Und boosten. Jawohl. Weiter als Italy und alles andere mit Boost, ist klar. Guck mal, dass wir das auch mit dem Bike hier hinbekommen. Dann fahren wir auch mal hier äußerst weit rechts. Ich möchte das jetzt noch einmal schaffen.
mit dem Bike hier runter zu fahren. Und wenn das hier jetzt rechts auch nicht funktioniert, dann ist diese Rampe nicht für Bikes geeignet, für zwei Räder. Ja, alle anderen sind ja auch lang gekommen. Wenn es das ja auch nicht schafft, ja, dann kann ich auch nichts dafür. Die Rampe, die Mountain Ramp, ist nicht für Bikes geschaffen. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Download Links von der Super Ramp, von der Ultra Ramp und der Mountain Ramp in der Beschreibung. Dazu braucht ihr noch den Simple Trainer V. Der ist auch in der Videobeschreibung. Alles runterladen, installieren. Ganz einfach. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.